zurück in meine Vergangenheit. Geb euch ein Teil von meiner Vergangenheit. Wie war das nochmal damals? Vor ein paar Jahren, keine Kohle in der Tasche, kein Cent auf der Bank. Der Hunger war groß, es macht dich krank. Ich lebte mit der Furcht, ich lebte mit der Angst. Musste schnell Geld machen, schnell nach oben kommen. Fand meinen Weg durch die Kriminalität. Mir nichts, du hast mir damals alles gezeigt, wie das Game hier läuft, wie das Geld sich häuft. Wir waren zu allem bereit, es war eine schöne Zeit. Heute sitzt mein Bruder 5 Jahre hinter Gittern. Ich schreibe dir Briefe und warte auf den Tag, an dem du frei bist, für immer frei bist. Alles hinter dich lässt und für immer vergisst. Mein Beitrag zum Shit, das Leben ist ne Bitch. Zeit nimmt man sich die Uhr, tippt noch weiter. Was mir bleibt, ist Rap und das Kiffen und ab und zu trinken und nicht darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Die Frage kann ich mir auch schenken. Mich zu kränken ist das Einzige, was keiner schafft. Ich gebe niemals auf, denn Gott gibt mir die Kraft weiterzumachen und sich nicht aufzugeben, sich niemals fallen lassen, einfach so zu gehen, niemals stehen bleiben und einfach nur zu warten. Es besteht die Hoffnung, es irgendwann zu schaffen. Ihr solltet euch ein Beispiel nehmen und mir zuhören. Es ist nicht immer leicht, denn alles kann nicht stören. Ich bin erst 23 und hab schon viel erlebt. Jetzt steh ich hier und zeig dir den rechten Weg. Zeit nimmt man sich die Uhr, tickt noch weiter. Mit der Schlägerei keine Einbrüche mehr. Ich verzichte auf schnelles Geld. Früher hätte ich gesagt, ey, was kostet die Welt? Doch ich hab mich geändert. Turbo auf alles. Turbo zu Schweinefleisch auch. Turbo zu Arschfick. Jo, ich muss nachdenken, wenn ich jetzt was werden will. Ich muss hart ackern, wenn ich jetzt was kaufen will. Und das ist so gut so, ich lerne aus jedem Fehler. Du bist ein böser Junge, sagte mein Lehrer. Er hatte recht gehabt, ich checkte nicht, was abging. Damals in Lüden war ich die Nummer 1 und der Night King.